Für Rita Röll war es ein wahrlich guter Tag. Denn zur Amtseinführung im Technologiecampus Teisnach waren die Gäste voll des Lobes für die ehemalige Bürgermeisterin von Teisnach und ab heute neue Landrätin von Regen. Die zeigte sich vor allem erleichtert. Erleichtert darüber, dass das Feiern allmählich ein Ende hat und die wirkliche Arbeit nun endlich losgeht. Ich habe ja die letzten Monate und Wochen, war es ja noch schlimmer, eigentlich immer so in dem Zwitterzustand noch Bürgermeister, fast schon Landrat gelebt. Und das ist nervtötend. Erstens rennst du ständig mit zwei Handys rum, du verwaltest zwei Terminkalender. Irgendwann wird das Ding unübersichtlich und von da haben wir gedacht, der 1. Dezember muss jetzt relativ nah sein, weil jetzt kennen wir dann nimmer aus. Mit dieser Meinung steht sie sicher alleine da. Denn dem stellvertretenden Landrat von Regen zufolge hat Rita Röhrl in der jahrzehntelangen Zusammenarbeit in Kreis- und Bezirkstag immer wieder ihre Sachkenntnis bewiesen. Ich denke, dass das wirklich die Arbeitsweise die gleiche sein wird. Wir werden wirklich vertrauensvoll und sehr engagiert arbeiten zum Wohle unserer Bevölkerung, zum Wohle unseres gesamten Landkreises. Bei der offiziellen Amtseinführungsansprache ließ Regierungspräsident Rainer Haselbeck durchblicken, dass sich die Rote Rita schon früh als Kämpferin entpuppt habe. Und zwar 1968 bei der Besetzung eines Parkplatzes in Fichtach. Also die Parkplatzgeschichte, es war eine andere Zeit. Das wären Dinge, die dann halt überhaupt nicht mehr irgendwelche Aufmerksamkeit verursachen, aber das war wirklich so. Ich weiß nicht, jedenfalls war zur Zeit, der Zeit am Stadtplatz in Fichtach keine Bank. Und dann haben wir gesagt, na, ist doch wurscht, dann sitzen wir uns auf dem Parkplatz. Und haben auch noch brav das Parkzehnerl, damals ein Zehnerl eingeworfen. Und da haben wir uns auf dem Parkplatz gesetzt und Kuchen gegessen. Also nicht nackt, sondern bekleidet und nicht irgendwie unzüchtig gehandelt, sondern nur Kuchen gegessen. Und da sind dann natürlich auch zwei, drei Lehrer vorbeigefahren und das war dann, boah, also das war heftig. Aber irgendwie der Anfang ihrer politischen Karriere. Anscheinend ja. Seitdem hat die 64-jährige SPD-Frontfrau aus dem Bayerischen Wald mehr als einmal ihre politische Durchsetzungskraft bewiesen. Und genau diese wolle sie sich auch erhalten, versprach Röhrl bei ihrer ersten Rede als Landrätin. Die kommunale Selbstverwaltung sei für sie das höchste Gut. Das gelte für sie auch gegenüber der nächsthöheren Instanz. Mir ist jemand lieber, der für seine Sache eintritt und das, was er für richtig hält, auch mit Überzeugung vertritt. Wir werden das, wenn es einmal eine Diskussion gibt, natürlich als Regierung von Niederbayern auch tun. Und ich glaube, am Ende werden wir uns dann sicher zusammenraufen zu guten Ergebnissen. Davon überzeugt zeigten sich auch die neuen Landratskollegen, allen voran der Präsident des Bayerischen Landkreistages. Wir in der kommunalen Familie sind uns eigentlich da immer ziemlich einig. Da gibt es auch keine Rivalitäten. Wir sehen uns als gemeinschaftliches Team und da wird Rita Röhrl sicherlich eine gute Verstärkung sein. Natürlich kam bei der offiziellen Amtseinführung auch noch einmal das Thema Generationenwechsel zur Sprache. Ich glaube, es spielt nur in einem Punkt eine Rolle, nämlich es spricht für eine ganz, ganz lange Erfahrung und ein riesiges Wissen, was Rita Röhrl in all ihren Ämtern erworben hat und was sie auch ganz intensiv in die Gremienarbeit einbringt. Interessant dürfte in diesem Zusammenhang die nächste Bezirkswahl in Niederbayern 2018 werden. Denn da tritt Alt, sprich Röhrl, gegen Jung, also Heinrich an. Doch bis dahin ist ja noch ein Weilchen hin. Zunächst einmal haben die Bürgermeister des Landkreises Regen ihre neue Landrätin am 14. Dezember auf den Großen Aber eingeladen. Natürlich ist dieses Gipfeltreffen mit gewissen Erwartungen verbunden. Erstens einmal eine sehr gute Zusammenarbeit, von der gehe ich aber aus, weil Rita einfach wirklich das kann. Und vielleicht so manche Unterstützung für die Stadt Fichtach etwas mehr als wir in der Vergangenheit. Auf gut Bayerisch, das geht gerade schon noch, wir lieber, das geht gerade nicht mehr. Das ist so ein Wunsch der Bürgermeister, da haben wir optimistisch, wobei die Zusammenarbeit mit dem Amt gut ist. Ich wünsche mir ganz speziell jetzt auch dieses Thema, dass wir einen Technologiecampus kriegen könnten, dass sie eine Lösung findet für den Landkreis Regen, dass der im Landkreis Regen bleibt. Ja, da ist natürlich immer so diese klassischen Themen, Bauen im Außenbereich, Entwicklung von Flächen. Das ist so das, was die Kommunen am meisten drückt. Letztendlich dreht es immer ums Geld. Auch wenn man sagt, wir diskutieren über Sachentscheidungen, über Projekte. Aber ganz zum Schluss ist es immer das Geld. Ob das Personalressourcen sind, dass man einfach Mitarbeiter einstellen kann und so weiter. Und da erwarten wir oder erwarte ich von unserer neuen Landrätin Rita Röhrl, wo er recht herzlich gratulieren darf, dass er einfach diesen Ruf nach oben hin weitergibt. Wir brauchen hier Geld. Diese Anliegen dürften bei Rita Röhrl ein offenes Ohr finden. Denn sie ist ja nur einen Anruf entfernt.